Der Unschuldige ist für mich ein Film, in dem es um Glaube geht, Glaube an Liebe, an Wissenschaft und an Religion. Ruth ist ungefähr 50 Jahre alt, hat zwei Töchter, einen Mann. Sie ist in der Freikirche zu Hause und eines Tages erfährt sie, dass ihr Ex-Freund aus dem Gefängnis entlassen worden ist, nach 20 Jahren. Und ab dem Tag beginnt sich ihre Welt auf den Kopf zu drehen. Der Simon hat ein Manifest erstellt, das er der Crew geschickt hat. In dem war festgelegt, dass Simon den Schauspielern ein Set ermöglichen möchte, das 360 Grad bespielbar ist. Das heißt, dass ich keine Lampen im Set aufstellen darf, dass die Schauspieler größtmöglichste Freiheit haben, sich im Raum zu bewegen. Von so einer Herangehensweise erhofft man sich natürlich, dass man den professionellen Schauspieler, den Judith ist, überraschen kann mit etwas, das sie nicht kontrollieren kann. Simon wollte diesen echten Thomas Schüppach als Andy haben, der gerade aus dem Gefängnis entlassen worden ist und wo niemand wusste, weshalb er einige Jahre im Gefängnis saß. Das ist ein ganz stringentes Konzept, dass die Kamera eigentlich sehr nah bei den Schauspielern ist und die Judith überall hin verfolgt, möglichst in derselben Distanz. Judith hat mir natürlich auch oft geholfen, weil ich mir eine Scheibe Energie von ihr abschneiden musste, weil Handkamera machen kostet Ausdauer. Und ich bin dank Judith und ihrer Energie eigentlich, habe ich mich mitziehen lassen und ich habe versucht, die Judith 38 Tage lang zu verfolgen und ich glaube, sie hat von mir geträumt, abends.